Ja, einen guten Morgen wünsche ich euch auch. Schön, euch zu sehen, euch sehen zu dürfen. Ja, ihr Lieben, ich will, bevor ich anfange zu predigen, zwei Sachen erstmal ansagen. Einmal, letzte Woche hat es geknallt. Ehren ist bekanntlich männlich, das kenne ich von zu Hause auch sehr gut. Einmal ist es so, wir haben letzte Woche einen Gastprediger hier gehabt. Ich war bei den Baptisten, der Baptistenpastor war hier und das war für mich ein Erlebnis. Ich bin ja ursprünglich auch Baptist gewesen. In meinem Blut schwimmt immer noch baptistisches Blut, kann man so sagen. Ich habe mich sehr zu Hause gefühlt und ich hoffe, ihr konntet mit unserem baptistischen Bruder auch was anfangen. Es hat mir doch Freude gemacht. Und nächste Woche habe ich einen Gastprediger eingeladen. Dazu will ich euch einladen. Das ist ein Lehrer aus unserem theologischen Seminar Beröa, Reimer Dietz. Ich denke, ich habe noch nie so einen kritischen und schlauen Menschen in Personalunion kennenlernen dürfen. Ich finde ihn einfach unbeschreiblich interessant, gut, weiterführend. Und der war ein Mitbeweggrund, warum ich Theologie studiert habe. Und deswegen, ich habe ihn damals, als ich glaube, da war ich 18, habe ich zu ihm gesagt, wenn ich mal Theologie studiere und wenn ich mal eine Kirche habe, dann lade ich dich ein. Und vor ein paar Monaten rief ich ihn an und sage, es ist soweit, du darfst kommen. Also nächste Woche Reimer Dietz. Ja, ihr Lieben, ich will mit euch heute über eine Sache sprechen, ein Thema, was mich sehr lange beschäftigt. Ich bin jetzt 8 Jahre in der Friedenskirche und ich habe in der Friedenskirche einige Beerdigungen gemacht, viele Hochzeiten, etliche Eheberatungen, Seelsorgen über Therapien hin bis Sterbebegleitung, Trauerbegleitung, unendlich viele Gespräche. Und fast immer dreht es sich um eine einzige Sache, um ein Hauptproblem. Und um dieses Hauptproblem will ich mit euch sprechen. Es geht sogar weiter. Es haben sich in der Zeit, als wir in der Corona-Krise waren, Freunde gespalten deswegen. Es ging so weit, dass sich Familien auseinanderdriften. Es geht so weit, dass Vater und Mutter, Tochter und Sohn nicht mehr zusammenarbeiten können. Es ist ein Problem, was uns quasi komplett zerseucht. Und ich denke, vielleicht wirst du heute zuhören und sagen, ja, Johannes, ich kenne das in meinem Leben auch. Und dieses Problem ist so ein heftiges Problem, dass dieses Problem entscheidet, wie du eines Tages vor Gott stehst. Und ich will deswegen mit euch darüber sprechen. Wir haben sogar einen ganzen Arbeitsbereich, nicht nur in der Seelsorge, wir haben einen ganzen Arbeitsbereich, der sich nur um dieses Problem dreht. Wir nennen diesen Arbeitsbereich Sozo. Das ist ein Seelsorgedienst, ein Gebetsdienst. Und da geht es nur um dieses eine Problem, um nichts anderes. Wir waren gestern auf einem Seminar, haben mit etlichen Mitarbeitern aus der Friedenskirche, waren wir in Lüneburg und haben uns nur um dieses Problem, wurden wir geschult, dieses Problem anzugehen. Und als ich bei der Vorbereitung war, dachte ich mir, wie oft leide ich darunter? Wie oft höre ich Dinge bei Menschen? Wie oft sage ich Dinge selber, weil dieses Problem in mir gärt und in mir wabert? Und bei der Vorbereitung dieser Predigt habe ich gedacht, wenn das der Schlüssel ist, so wie die Schrift es sagt und wie die Schrift davon spricht, und wir das anzapfen können, dann sind wir gut unterwegs. Ihr wisst vielleicht von euch, ich habe einen Mentor, der auch in dieser Gemeinde ist, der ein katholischer Bruder ist, der kein Mitglied der Gemeinde ist. Das war mit Absicht so. Andreas Braun sitzt hier vorne. Und ich habe mit Andreas wieder mal ein Gespräch führen dürfen. Andreas guckt auf meine Seele ganz inbrünstig. Und Andreas hat die Gabe, mich manchmal so zu fragen, mir so ein Spiegelbild vorzuhalten mit seiner katholischen Fragart, dass ich immer denke, er weiß es schon, aber er will mich triezen, bis ich selber erkenne. Und ich habe mit ihm in der Woche, als wir unterwegs waren, darüber gesprochen, über dieses Ding, über dieses Problem. Wie gehe ich damit um? Und noch besser, was ist es eigentlich? Vielleicht fragst du dich, Johannes, was erzählst du und was geht es hier? Aber da ich Kinder habe und weiß, wie man jemanden auf die Folter spannt, mache ich es noch ein bisschen.
Kommentatoren sagen, wenn du das nicht tust, wenn du dieses Problem nicht angehst, brauchst du das Vaterunser nicht beten. Wenn du das nicht tust, brauchst du überhaupt nicht beten. Wenn du das nicht tust, brauchst du beim Sterben keine Hoffnung haben, in den Himmel zu kommen. Jetzt baue ich Druck auf. Es geht um Vergebung. Letzte Woche hat der Gastprediger schon darüber gesprochen, darf ich die PowerPoint-Präsentation haben. Unser Gastprediger hat letzte Woche schon darüber gesprochen. Wir haben uns nicht abgesprochen. Ich denke, Gott will uns irgendwas sagen, warum zweimal hintereinander über Vergebung gesprochen wird. Und dieses Ding, Unvergebenheit, ist der Hauptschlüssel für Streit, ist der Hauptschlüssel für Eheproblematiken, Hauptschlüssel Gemeindekrisen, Hauptschlüssel für Menschen, die in Einsamkeit sterben. Ich kann euch sagen, wenn ihr jemand beim Sterben begleitet habt und dann unvergebene Augen zu sehen, der beim Leben röchelt, sich festhält und sagt, ich vergebe meinem Vater aber nicht. Und zu sterben im Schmerz. Und wenn du heute hier bist und sagst, ja Johannes, du willst vielleicht über Vergebung reden, aber du weißt gar nicht, was mir angetan worden ist. Wenn du hier bist und diesen Leid erfahren hast, wenn dein Vater dich angefasst hat, missbraucht hat, wenn deine Mutter zugeschaut hat, wenn dir Gewalttaten angetan worden sind, wenn dein Kind getötet worden ist. Ich bin mit einer Frau unterwegs, wo die Oma die Kinder der Mutter gegen den Willen abgetrieben hat, mit Häkelnadeln, als die Mutter schlief. Wie soll ich das vergeben? Wie soll ich das vergeben? Ich will dir sagen, vergeben ist nicht leicht. Und wir reden manchmal über Vergebung. Ja, du kannst ihm doch einfach vergeben. Du weißt nicht, was ein Mensch durchgemacht hat. Und ich kann dir sagen, in der Friedenskirche, seitdem ich hier bin, 8 Jahre, ich habe Geschichten gehört, da schauert es mir. Aber ich kann dir eins sagen, es gibt Menschen, die sich auf den Prozess, auf den Gang des Vergebens gemacht haben und sagen, ich schaffe es nicht alleine, ich brauche Unterstützung, aber ich will diesen harten, schweren Weg gehen. Aber es gibt auch Menschen, die sagen, ich vergebe niemals. Und du kannst das in den Gesichtern der Menschen ablesen. Ich sage dir, du kannst das in den Gesichtern der Menschen ablesen, ob sie vergeben oder ob sie unvergebend sind. Unvergebene Menschen sind nie schuld. Sie machen immer alles richtig. Unvergebene Menschen kritisieren alles rum, kriegen aber selber nichts gebacken. Unvergebene Menschen erzählen, wie andere es richtig machen könnten. Und wenn du ihr Leben anschaust, ihnen folgt niemand. Wenn du draußen unterwegs bist und niemand folgt dir, dann gehst du spazieren. Wenn du draußen unterwegs bist und Menschen gehen dir hinterher, dann führst du. Unvergebene Menschen gehen nur spazieren. Vergebene Menschen führen, verändern, leiten, bauen Dinge neu auf, sehen Krisen und bauen Dinge neu auf, schmeißen Schmutz, Verletzung, Schmerz beiseite und sind fokussiert. Ich will noch mal mit dir über Schmerz sprechen. Wenn dein Vater und deine Mutter dir so einen Schmerz angetan haben, dass du sagst, ich kann nicht mehr. Ich schaffe das nicht. Das strahlt in mein ganzes Leben zurück. Ich will dir heute Werbung machen für einen Dienst. Wir nennen, wie gesagt, Sozo, kannst du eine Internetseite bei uns finden. Mach einen Termin. Ich sage dir, mach einen Termin. Auch ich habe einen Sozo-Termin genommen. Damals bin ich nach Tostedt gefahren, um anonym zu sein. Ich habe mich unter Herbert Meyer angemeldet, damit keiner weiß, wer ich bin. Und ich kann dir sagen, es ist so schön, vergeben zu lernen. Wisst ihr, warum ich 30 Kilo abgenommen habe? In 8 Monaten? Weil ich mir vergeben habe. Ich brauche den Panzer des Fettes nicht.
Ich muss mich nicht wie ein fettes Schwein schützen vor irgendetwas. Und wenn du vielleicht lachst, vielleicht erkennst du in deinem Herzen selber, vielleicht baust du auch einen Panzer auf, vielleicht schützt du dich mit irgendwas, vielleicht ist das Make-up, vielleicht ist das Haarheels, vielleicht ist das sogar ein Bart. Vielleicht hast du irgendwas in deinem Leben, wo du sagst, das darf keiner sehen, ich muss mich verbergen von dem Schmerz meiner Kindheit. Ich sage dir, heute möchte ich mit dir darüber sprechen, dass wir anfangen, Vergebung zu lernen. Vielleicht hast du einen Mann, der dich malträtiert bis zum Exitus. Vielleicht hast du eine zänkische Frau und du willst lieber auf dem Dach sitzen oder unter einem Tropfen im Dach wohnen oder auf dem Türsims wohnen, als mit einer zänkischen Frau an einem Tisch. Heute will ich mit dir Vergebung lernen. Die Schrift sagt Folgendes dazu. Ich will dir jetzt nicht eine um die Ohren hauen, aber ich will dir einfach klar machen, wie wichtig Vergebung ist. Und dann möchte ich mit dir zusammen die ersten Schritte der Vergebung gehen, weil ich genauso wie du, wenn du zuhörst, ein Problem damit habe. Ich mag es, richtig zu sein. Wer von uns mag es, richtig zu sein? Danke, ich bin nicht alleine. Ich mag es absolut nicht, kritisiert zu werden, wenn jemand sagt, du hast das und das falsch gemacht. Und das Schlimmste ist, wenn die Person dann auch noch recht hat. Matthäus 6, 14 steht Folgendes. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlung vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wir haben ja, ich habe vor einiger Zeit über das Abendmahl gesprochen. Darüber habe ich gesprochen, dass wenn du unwürdig Anaxios das Abendmahl isst, dann isst du dich zu Gericht. Du wirst krank. Wenn du von dir mehr glaubst, der du bist, oder weniger glaubst, der du bist, dann isst du dich zur Krankheit. Und viele von uns sind krank. Ich sage nicht, dass alle Krankheit, habe ich damals gesagt in der Predigt. Nicht alle Krankheit kommt davon, aber es kann Krankheit davon kommen, indem du von dir glaubst, du bist mehr oder weniger als dein Bruder. Anaxios, unwürdig. Und hier, wenn wir das geistlich sehen, und wir wollen das ja mal geistig sehen, heißt, in dem Maße, wie du anderen Menschen vergibst, anderen Menschen zusprichst die Vergebung, so spricht Gott dir Vergebung zu. Wenn du Unvergebenheit lebst, immer so durchs Leben läufst, andere Theologen sagen, unvergeben zu leben ist wie Gift trinken und hoffen, dass ein anderer daran stirbt. Das heißt, so wie du vergibst, vergibt Gott dir. Und jetzt geht's weiter. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlung nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlung auch nicht vergeben. Und ich kann dir sagen, Menschen, die in Unvergebenheit sterben, ich habe es gesehen mit meinem eigenen Auge, wieder und wieder und wieder. Ich werde meinem Vater nicht vergeben, was er mir angetan hat mit 6 Jahren. Und ich gucke das die Frau an und sage, ja, du bist doch schon über 80. Lass doch endlich los. Und ich manchmal schüttle, ich denke, Mensch, du liegst am Sterbebett. Mutter, du bist ein Kind, ein gebrochenes Kind und liegst und stirbst mit diesem Schmerz. Aber mir ist klar geworden, es gibt einen Unterschied zwischen Vergeben und Versöhnung. Vergeben ist nicht das gleiche wie Versöhnung. Versöhnung erfordert 2 Personen. Wenn du dich mit jemandem versöhnen möchtest, brauchst du 2 Personen. Für eine Vergebung reicht nur 1 Person. Ich will mit euch hinkommen, was Vergebung ist, aber bevor ich dorthin gehe, möchte ich einfach mal aufrütteln, was für ein Schmerz hier existiert. Und wenn du nicht vergeben kannst und heute hier bist und sagst, ich habe so einen Schmerz in meinem Leben erlebt, meine Mutter, was sie tut, mich volllabert, mich als Kind beleidigt, angeschrien, sagt, besser hätte ich dich abgetrieben. Vor 3 Wochen sagt mir ein Mann, mein Vater wollte mich abtreiben und meine Mutter hat zu meinem Geburtstag gesagt, ich hätte dich besser abgetrieben, als dich groß werden lassen. Jetzt kommen wir langsam mal zu dem Gewürz des Schmerzes. Nicht alle sind in einer glorreichen russlanddeutschen Familie groß geworden, wo es jeden Sonntag Hähnchen und Pommes gab. Manche Leute haben Sachen erlebt, ihr Lieben. Und ich kann dir sagen, diese Gemeinde ist voll mit Schmerz, wo Vater die Kinder angefasst hat, Mutter zugeschaut, nichts getan, Männer Druck, Frauen Druck. Ihr Lieben, lasst uns doch mal ehrlich sein. Wie viel Schmerz haben wir erlebt und wie viel Unvergebenheit gärt bei uns?
Und deswegen rede ich so ehrlich, weil es liegt daran, wenn du eines Tages wirklich in deinen geistlichen Dienst kommen möchtest, und deswegen ringe ich so, ist der erste Schlüssel vergeben. Ohne Vergeben keine Chance. Aber lass uns reden, bevor, was ist denn eine Verfehlung? Ich danke Uwe, der immer an mich denkt. Er hat mir hier eine Box hingestellt mit Taschentüchern. Was ist eine Verfehlung? Entschuldigung. Eine Verfehlung ist hier nicht Sünde. Das griechische Wort, was hier beschrieben wird, ich mache es kurz, weil ich predige schon zu lange, ich sehe es gerade auf der Uhr, heißt beiseite treten, auf die Seite fallen. Eine Verfehlung heißt beiseite treten oder beiseite fallen. Das ist die wörtliche Übersetzung von dem griechischen Wort Verfehlung. Und das heißt so viel wie, jemand zieht dir an den Füßen, er nimmt dir deinen Boden unter den Füßen, reißt er dir weg und du fällst auf die Seite mit voller Wucht. Wer von euch ist schon mal mit voller Wucht auf die Seite gefallen? Ich habe deine Hand gesehen, Amen. Das tut so weh. Das tut so weh. Und hier geht es genau darum, es geht darum, dass wenn jemand ein Versäumnis gemacht hat, jemand einen Fehltritt gemacht hat, eine Übertretung gemacht hat, etwas getan hat, das dir so den Boden unter den Füßen weggerissen hat, dass du selber nicht mehr stehen kannst. Du kauerst auf den Boden vor Schmerz. Hier redet, sagt die Schrift, Verfehlung. Kann die PowerPoint-Präsentation nochmal haben? Hier geht es genau um diese Verfehlung. Es geht darum, dass wenn dir jemand den Boden unter den Füßen weggerissen hat, du auf der Seite liegst mit gebrochenen Knochen, mit gebrochenem Herz, gebrochener Seele, das ist eine Verfehlung. Und noch besser ist, hier bezieht sich das Wort nicht nur auf Menschen, sondern es bezieht sich auch auf Gott. Manche Menschen sind verletzt von Gott. Und verletzt zu sein von Gott, ein Kind beim Sterben zuzuschauen, seinen Partner zu begleiten, viel zu früh. Ich hatte ein Erlebnis gehabt, da war ich 18, fuhr ich auf einem Auto mit einem Kumpel, haben Auto ausgeliehen, damals fuhr ich eigentlich am Motorrad, aber ich habe mein Auto ausgeliehen und fuhren wir auf eine Kreuzung, da war eine Frau, die in die Gegenfahrbahn gekommen ist und sich mit dem Anschnaller den Hals aufgeschnitten hat. Und ihr Kopf, ich will es nicht erklären, aber sie starb in meinen Arm. Und ihr Mann schrie zu Gott, er schrie zu Gott. Verfehlung ist dieses Wort. Verfehlung ist dieses Wort. Und wenn dir jemand das angetan hat, diesen Schmerz, den dir hervorgerufen hat, da möchte ich jetzt mit dir hinkommen, dass du dich spürst. Das Wort Verfehlung wird immer wieder benutzt, wenn Judas Jesus ans Kreuz überliefert. Man muss sich mal vorstellen, ein Freund überliefert dich ans Kreuz, gib dich dahin dem Kreuz, Paradidome, dahingeben ans Kreuz. Du stirbst nackt vor deiner Mutter ausgepeitscht. Die Kreuzigung war extra so hoch, dass man knapp über dem Boden war. Man musste das Weiße und das Schwarze in den Augen sehen können, dass man dem Opfer noch ins Gesicht rotzen darf. Nackt ausgepeitscht hängt er da. Verfehlung ist das Wort. Und ich sage euch, es gibt Menschen, die leiden in ihrem Herzen, ihrer Seele von Flucht, geflohen von Krieg, geflohen von System, geflohen von Familien, geflohen vor Schulen, vor Religion, vor Werteeinrichtungen, vor Druck der Familie und. Leiden ganz genauso. Und ich möchte mit dir heute darüber sprechen, was Vergebung ist. Ich kann dir jetzt schon sagen, ich weiß es eigentlich nicht. Weil Vergebung ist so groß, dass ich es nicht fassen kann.
Ist Vergebung ein Gefühl? Ich habe immer gedacht, ist das ein Gefühl? Muss ich das fühlen? Aber Vergebung ist kein Gefühl. Vergebung ist aber auch keine Entscheidung. Ist Vergebung ein Geschenk von Gott? Oder ist Vergebung etwas, wo ich unterwegs bin? Die Wortanalytiker sagen, vergeben hat was damit zu tun, dass man aufhört zu geben. Das heißt, mir hat jemand Leid zugefügt und ich höre auf, ihm die Schuld zu geben und ich nehme die Schuld und gebe sie vielleicht Gott, gebe sie vielleicht woanders hin und ich komme aus meiner Opferrolle raus und werde zum Täter. Ich werde passiv, von meiner Passivität werde ich aktiv. Andere sagen, vergeben hat was damit zu tun, vom Mittelalter, dass man jemandem ein Geschenk gibt, was er nicht verdient hat. Das heißt, jemand tut mir etwas Böses und ich gebe ihm ein Geschenk, was er nicht verdient hat, das nennt man vergeben. Andere sagen, Vergebung ist etwas, was man einmal tut und für immer funktioniert. Wiederum sagen andere, das kann gar nicht funktionieren. Vergebung auf Griechisch heißt Freilassung, Befreiung, Vergebung, Entlassung, Schuldbefreiung, Fall daneben, verstoßen, Niederlage erlauben, erlassen, gewähren lassen, verlassen, fortlassen, loslassen, wegschicken, befreien. Das Bild, was hier benutzt wird, ist das Jubeljahr, dass alle 50 Jahre in Israel damals die Schulden entlassen worden sind. Wenn du jetzt Schulden hast im Haus, wenn du ein Auto gekauft hast, vielleicht einen neuen Tesla und, keine Ahnung, Deko für deine Frau und du hast Schulden ohne Ende und alle 50 Jahre bist du komplett schuldenfrei. Du kannst alles behalten, was du gekauft hast, aber du hast keine Schulden. Das heißt, die Schulden von der Vergangenheit haben keine Ausstrahlung mehr in dein Reichtum oder in das Reichtum deiner Gegenwart. Das ist vergeben. Indem du sagst, alles, was ich damals gekauft habe, die Schuld ist bezahlt. Aber ich habe immer noch das Auto, ich darf das Haus noch behalten, ich darf alles behalten. Aber der Schmerz der Schuld ist weg, weil jetzt bezahlt ist, in Israel war es der Staat. Hier ist es Gott. Aber was ist denn vergeben? Wie mache ich das? Marcus Aurelius sagt Folgendes. Bin ich das Problem? Ich denke ja, ich bin immer das Problem. Kann ich dieses Zitat von Marcus Aurelius einmal haben, bitte? Da steht Folgendes. Die Umstände können deine Gefühle, deine Ängste, deine Aufregung nicht berücksichtigen. Sie spüren sie nicht. Es ist ihnen gleichgültig, wie du reagierst. Sie sind nicht menschlich. Dich immer gleich aufzuregen, kann also keinerlei Einfluss haben auf die Situation, in der du steckst. Es ist der Situation völlig egal. Marcus Aurelius schreibt das. Er sagt mit anderen Worten, es ist ganz egal, wie du dich fühlst. Die Situation wird sich nicht verändern. Und wenn du das jetzt hörst, viele Leute glauben, wenn ihnen Leid zugefügt worden ist und sie den Menschen nicht vergeben, dann haben sie eine gewisse Macht. Dieser Irrglaube ist leider da. Stundenlang von Seelsorgegesprächen entdecke ich es immer wieder. Menschen glauben, wenn ich meinem Vater, meiner Mutter, meinem Bruder, meinem Chef, ihr könnt es nicht vorstellen, Bundeskanzler nicht vergebe, habe ich Macht über ihn. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Wie ich vorhin gesagt habe, Unvergebenheit ist wie Gift trinken und hoffen, dass ein anderer dabei stirbt. Weil darum geht es doch. Wir wollen doch nicht vergeben, weil wir ja Recht haben. Und der soll leiden. Der soll leiden. Und deswegen vergebe ich ihm nicht.
Aber das Problem ist, du wirst leiden, wenn du nicht vergibst. Nicht nur in dem Diesseits, sondern auch im Jenseits. Andreas Braun sagt zu mir, Vergebung ist kein Akt. Beispielsweise, wenn meine Frau zu mir sagt, Johannes, bügel die Wäsche. Hat sie ein paar Mal gemacht, nachdem sie das Werk gesehen hat, sagt sie, lass nach. Aber wenn ich die Wäsche dann vernünftig bügeln könnte, theoretisch, dann bin ich mit dem Akt fertig, ich habe es erledigt. Vergebung ist nicht so, dass du sagst, ich habe einmal vergeben, fertig ist die Laube. Vergeben ist eher wie ins Fitnessstudio gehen und ein Sportler werden. Wenn ich einmal ins Fitnessstudio gehe, habe ich keinen Akt, habe ich zwar den Akt, ins Fitnessstudio gegangen zu sein, aber ich bin nach einmal ins Fitnessstudio gehen, bin ich kein Fitnessprofi, bin ich kein Bodybuilder, bin ich kein Fitness-High. Sondern ich muss etliche Male, jede Woche hingehen, mich vernünftig ernähren, dranbleiben, vernünftig schlafen, gucken, dass ich meinen Eiweißshake trinke und. Und wenn ich das jahrelang mache, bin ich im Prozess des Fitnessstudios, hat mich gereift durch Schmerz, durch Leid, durch Übung, durch gute Ernährung, hat mich ein Prozess dahin geführt, dass ich ein Sportler werde. Und Vergebung ist kein Akt, Vergebung ist ein Prozess. Wenn du im Schmerz deiner Jugend hier bist und ich sage dir einmal, du vergibst und damit ist das Thema durch, glaub es mir, es ist ein Prozess des täglichen Entscheidens. Ich will vergeben, ich will mich gut ernähren mit guten Gedanken, den guten Geist. Ich will das loslassen, ich will meine Vergangenheit aufarbeiten, ich will frei werden und meine Zukunft neu haben, damit ich ein vergebender Fitness-Junkie werde. Und ich sage dir, du siehst Menschen, die ihre Vergebung leben. Wenn Menschen ihre Vergebung leben und du siehst, die sind professionelle Vergeber, das macht Spaß mit denen. Es macht richtig Spaß, mit Menschen unterwegs zu sein, die das Gute in dir sehen, die Dinge zudecken. Wisst ihr, ich habe schon etliche Male gesagt, aber seitdem ich Kinder habe, liebe ich das Zudecken. Wenn mein Sohn, ihr wisst ja, mein Sohn ist so ein richtiger Brocken, er reicht niemals eine Decke. Da braucht man immer zwei. Und wenn er nachts dann friert, dann liebe ich es hinzugehen und die Decke zu nehmen und zuzudecken. Und nicht aufzudecken. Schaut ihn euch an, er ist nackt, er friert. Haha, guck mal, was er gegessen hat. Aber wie oft ist das so, dass wir genauso, hättest du gewusst, was mein Vater damals mit mir, aufdecken, zeigen. Die Nachbarin hat schon wieder nicht gekehrt, zeigen. Die Gemeindeleitung, zeigt das, guck, habt ihr wieder nicht gemerkt, wie schlau ich bin, ihr seid blöd, zeigen. Ich weiß, das kennen wir hier alles nicht. Aber wie wäre das denn, wenn wir zudecken würden, vergeben würden, in den Prozess hineinzugehen, und zu sagen, hilf mir Gott, dass ich loslassen kann. Ich möchte aufhören zu geben. Ich möchte die Schuld aufhören zu geben. Ich gebe sie einmal ans Kreuz und da bleibt sie. Und wenn die Schuld wieder zurückgekrochen kommt, Entscheidung mit guter Ernährung, mit der Heiligen Schrift täglich zu sagen, aber ich bin ein vergebender Mensch und ich gebe es zurück ans Kreuz. Das heißt nicht, Vergebung heißt nicht, dass das, was die Person dir angetan hat, richtig ist. Und das müssen wir verstehen, weil wir glauben, ich glaube, dass wenn ich jemanden vergebe, dass ich damit sage, er hatte recht. Nein. Wenn ich mit jemandem diskutiere, gibt es drei Formen der Reaktion. Ich kann entweder mich überzeugen lassen von der Person und die Person sagt mir was und ich lasse mich davon überzeugen und sage, die hat recht. Ich kann auch sagen, ich möchte mit dieser Person nichts zu tun haben, weil die eine andere Meinung hat als ich und deswegen gehe ich auf Kriegsfuß. Oder ich kann auch sagen, wir zweinigen uns. Agree to disagree, sagt man. Wir haben unterschiedliche Meinungen, aber ich kann dich stehen lassen. Und Vergebung lässt
genau das Letzte zu. Du sagst, du hast für dich damals entschieden, mir das anzutun. Das ist dein Problem. Und es bleibt dein Problem. Das hat mit mir nichts zu tun. Und deine Entscheidung, die war falsch, aber ich vergebe sie dir, dass du sie an mir vollzogen hast. Und ich gebe das an Christus weiter, weil der wird sich drum kümmern, nicht ich. Und ich möchte mit euch darüber sprechen, bevor ich zur Illustration komme, was unsere Aufgabe ist. In der Schrift heißt es, dass Gott unser Richter ist. Der Heilige Geist, Parakletos, der Ermahner. Und wisst ihr, was unsere Aufgabe ist? Ich möchte gerne Richter sein, wisst ihr das? Ich liebe es zu richten. Es macht so einen Spaß. Vielleicht entdeckst du gerade in der Tiefe deines Herzens einen kleinen Johannes, der auch gerne richten mag. Der vielleicht zeigt, oh, ich hätte es aber besser gemacht. Guck mal, wie schon mal wieder. Wir wollen gerne richten. Und wir wollen auch gerne Ermahner sein. Wir wollen Leute ermahnen. Hast du nicht gesehen? Pass mal auf, ich zeig dir, wie das geht. Das ist die Aufgabe Gottes, ist zu richten. Und die Aufgabe Gottes ist zu ermahnen. Das ist Gottes Aufgabe und des Heiligen Geistes. Unsere Aufgabe ist es zu lieben. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, heißt, sagt die Schrift. Und wenn du vergibst, liebst du deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn du ein Richter bist, dann machst du den Job Gottes. Bist du ein Ermahner, dann machst du den Job des Heiligen Geistes. Und wenn du anfängst, deinen Bruder zu lieben, deine Schwester zu lieben wie dich selbst, dann machst du deinen Job. Und wisst ihr, da ich ja schon so lange in der Friedenskirche unterwegs bin und mit Christen unterwegs bin, habe ich was mitgebracht. Tanja wird sich wundern, wenn sie heute ins Klo geht. Wisst ihr, dass viele Menschen diese Toilette ist ein Symbol für deine Seele. Wie viele Leute haben hier was reingeschmissen? Dreck? Reingekotzt in dein Leben? Ich sag's lieber nicht, abgeführt? Und dieses Klo hat keine Spülung. Und viele Menschen hier, die mich heute hören, ob online oder hier, haben keine Spülung für ihre Seele. Sie nutzen das Klo als Silo. Und sie tragen ihr Leben lang den ganzen Scheiß vor sich her. Mein Vater hat gesagt, mein Nachbar, wisst ihr, dass Leute mich angerufen haben, die sagen, Johannes, vor 11 Jahren hast du mich nicht gegrüßt, heute vergebe ich dir. Ich sag mal, du hast richtige Probleme. Du hast richtige Probleme, Mann. Ich glaube, in 11 Jahren krieg ich schon wieder einen Anruf. Leute tragen den Müll, den Dreck vor sich her, weil sie nicht gelernt haben zu spülen. Deine Seele ist kein Silo. Deine Seele ist kein Silo, wo du Scheiße drin horten kannst, sondern du musst spülen. Du musst spülen, du musst deine Seele regelmäßig spülen. Und ich möchte dir sagen, es gibt Leute, die machen so oft in mein kaputtes Klo rein, weil ich keine Spülung habe. Ich keine Spülung habe, das Ding wäre randvoll. Und ich sage euch, ein volles Klo sauber zu machen, das macht gar keinen Spaß. Und als Pastor mache ich das so häufig, vollgemachte Toiletten in meinem Büro sauber, weil die Seele kommt und das und das und das und das und denke ich mir, die Spülung ist seit Jahrhunderten wohl kaputt. Da reicht ja auch keine Dreckfräse mehr. Eigentlich nur abbrennen. Und wenn du dann diese Leute auf die Menschheit loslässt und die vielleicht noch eine Familie gründen, dann gnade dir Gott. Ich möchte dir heute sagen, wie gehe ich um mit diesem Schmerz? Wie gehe ich um damit, dass mir Leid zugefügt wird? Ich rede heute nicht von Versöhnung. Ich rede nicht davon, das zu versöhnen. Das ist ganz wichtig. Es geht nicht darum, dass du mit jemandem anrufst und sagst, ich habe dir heute vergeben. Spar dir diesen Anruf. Spar dir diesen Anruf. Es geht nur um einen Anruf, das geht dorthin, nach oben. Es geht nicht um Versöhnung, es geht nur um Vergeben. Vergebung passiert nur mit dir und Gott. Du brauchst keinen anderen dafür. Vater, du hast mir das angetan. Du hast mir Schmerz in mein Leben hineingebracht. Und daraus habe ich Sachen gelernt. Ich habe gelernt, dass ich schwach bin. Ich habe gelernt, dass ich leisten muss. Ich habe gelernt, dass ich
nicht bestehen kann. Und ich vergebe dir heute das alles. Lehrerin, ich habe dir gelernt durch meine Rechtschreiblegasthenie, dass ich, wenn ich in der Tafel stehe oder wenn ich vorne stehe, nicht lesen kann, nicht schreiben kann, dass die Leute mich auslachen. Ich vergebe dir das. Ich vergebe dir, dass Scham in mein Leben gekommen ist durch diese Tat. Ich vergebe dem Obdachlosen, der mir ins Gesicht gespuckt hat, obwohl ich ihm Brot gebracht habe. Das war so eklig. Ich will armen Leuten nicht mehr helfen, weil ich mich davor ekel, wieder ins Gesicht gespuckt zu werden. Ich vergebe dir das. Und so kannst du dein ganzes Leben durchgehen und deine Spülung betätigen, 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 bis die ganze Scheiße aus deinem Leben rausgespült worden ist. Und dann heulst du und dann weinst du vor Gott und sagst, mein Gott, gib mir eine neue Spülung. Ich will durchgespült sein. Und ich möchte mit meinem Dreck nicht anderen Leuten besudeln. Und wie oft sind besudelte Menschen hier in deinem Leben und besudeln dich mit ihrer Scheiße, weil sie nicht gespült haben. Und ich will mit euch geistig reden. Die Schrift sagt klar. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wenn sie euch den Boden unter den Füßen weggerissen haben, wenn sie euch auf die Seite geworfen haben und ihr sie freilässt, sie freigibt, sie beschenkt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Dann wird die, wenn diese Verbindung funktioniert, dann wird diese Verbindung ganz neu werden. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlung nicht vergebt, so wird euch der Vater eure Verfehlung auch nicht vergeben. Wenn diese Verbindung nicht funktioniert, wird diese Verbindung nicht funktionieren. Und ich möchte mit euch dieses Bild hier lassen. Das Lobpreisteam kann gerne nach vorne kommen. Unsere Aufgabe als Christen ist es nicht, zu richten. Unsere Aufgabe als Christen ist es nicht, zu ermahnen. Unsere Aufgabe als Christen ist es, zu lieben. Ich möchte euch zwei Sachen mit euch heute machen. Einmal, wenn du merkst heute und sagst, hey, ich habe einen Prozess, ich muss mich auf den Prozess des Vergebens machen und ich schaffe das alleine nicht, ich brauche Hilfe. Melde dich bitte bei unserer Internetseite, da gibt es einen Button, das heißt Sozo, nimm einen Termin und ich sage dir, das sind gute Männer und Frauen, die werden dich an die Hand nehmen und dich durchführen. Ich habe es selber erlebt. Und die helfen dir zu spülen, zu spülen, zu spülen, bis alles weggespült ist. Und du gehst in den Prozess des Spülens. Nimm das in Anspruch. Und ich habe hier auch, oder besser gesagt, Uli hat für mich was vorbereitet. Ich habe hier einen Zettel mit Stiften. Zettel mit Stiften und ich werde das Klo gleich nach hinten bringen. Und wenn du hier bist, nimmst du dir einen Zettel, schreibst drauf den Namen der Person, die dich verletzt hat. Dein Vater, deine Mutter. Deine Frau, dein Bruder, Politiker, Nachbar, Hund, der dich gebissen hat, wo du heute noch vor Hunden Angst hast, leidest. Dein Partner, der dich betrogen hat, dein Vater, der dich nie geliebt hat. Und wir fangen an, diese Zettel zu nehmen und wir schmeißen das ins Klo und ich werde später für dich spülen. Lass uns dieses Klo das letzte Mal in deinem Leben als Silo benutzen. Deine Seele das letzte Mal als Silo. Wir schmeißen das da rein. Ihr habt die Möglichkeit, die Namen gleich hinten aufzuschreiben. Und dann spüle ich das später alles weg oder ich mache ein Feuer. Ich weiß nicht. Lass uns mal die Augen zumachen. Mein Gott, ich möchte dich bitten heute, dass du Beziehung heute Herzen anfasst, wo Verletzung ist in der Ehe, wo Zerschlagung in der Ehe. Der Herr zeigt mir, wie Partnerschaften, wo Ringe, ich sehe Ringe an den Händen, die zerschnitten worden sind. Und Herr, ich bitte dich, dass das zusammenwächst durch Vergebung. Herr, mein Gott, ich bitte dich auch für Beziehungen in der Gemeinde, die durch Unvergebenheit, dieses Gift bitte ich dich, dass du das wegwischst, dass du das durchspülst. Ich bitte dich, mein Gott, und für die Frauen und Männer, die hier mit ihren Eltern schreckliche Taten erlebt haben, Herr, ich sehe diese weinenden Kinder vor mir, mein Gott.
Ich bitte dich, dass du spülst, dass du die Tränen wegspülst. Mein Gott, ich bitte dich auch für die Kirche. Ich bitte dich um Vergebung für alle Pastoren und ich bitte dich auch um Vergebung für alle Gemeinden und was Gemeinde dir angetan hat und was Pastoren dir und Leiterschaft angetan haben. Ich bitte darum um Vergebung bei dir. Ich bitte dich, dass du auch uns vergibst, dass du mir vergibst. Ich danke dir, mein Gott, dass du einen neuen Geist in diese Gemeinde geben wirst, des Prozess des Vergebens, des Loslassens, des Freilassens, auf dich schauen, mein Gott, dass dieser Prozess des vergebenen Lebens, dass dieses Dauerspülsystem neu losgeht, dass wir lernen, unsere Schmerzen an dich abzugeben und sie nicht als Silos in unseren geistlichen Toiletten vor uns herzutragen. Ich danke dir, mein Gott, dass du hier bist und das tun wirst. In Jesu Namen. Amen. Du kannst gerne nach hinten kommen, wenn du willst. Da werden die Toilette stehen und Zettel stehen und Stifte stehen. Und da kannst du Dinge reinschmeißen, von denen du heute loswerden willst. Nicht realisieren, doch weiß ich, dass ich dich brauch. Ich laufe zum Vater, der mir Gnade schenkt, wird mich nicht verstecken vor dem, der mich kennt. Mein Herz braucht jetzt Heilung. Du